Wenn wir von Kunden reden, von Pluskunden, müssen wir uns ja zuerst einmal fragen, gibt es da überhaupt einen Markt? Gibt es eine Existenzberechtigung für globale Produkte? Ich habe da auf der linken Seite ein paar Bilder, ein paar typische Bilder der heutigen Zeit eingefügt. Ihr seht dort Schnupfen, vielleicht ist das so etwas wie Allergie auch oder einfach schwaches Immunsystem. Man sieht eine Frau, die total erschöpft auf dem Sofa liegt. Das ist auch eine Zeiterscheinung. Dann natürlich oben rechts Übergewicht, Abnehmthema dann und in der Mitte da die vielen, ja, was sind das? Nahrungsergänzungsprodukte wahrscheinlich am ehesten, irgendwelche Magnesium und Fischöl und solche Sachen. Das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, dass die Leute eben merken, hey, irgendwie mir fehlt was, ich brauche was und gehen sich was ein, irgendwas besorgen. Und rechts natürlich Depression, das soll stehen so quasi für die ganzen psychischen Sachen. Und das könnte man natürlich hier fast unendlich weiterführen. Und egal, was es ist, ich meine, wir können hier wirklich etwas tun. Wir können helfen. Wir haben super Produkte. Wir haben Produkte, die für die Energie helfen. Wir haben Produkte, die natürlich auch der Gesundheit gut tun. Dann haben wir natürlich zum Beispiel Tatcha für die geistige Klarheit, geistige Wachheit. Dann Abwehrkräfte steigen, IXL, da haben wir gerade vorher, das gebe ich dann morgen weiter, einen unglaublichen Audiobericht bekommen von Carol Bardini, was sie da erlebt hat die letzten 2 Tage. Also wir haben da ein wahnsinniges Produkt. Dann das Thema Verjüngen, Kräftigen, Verschönern. Das ist dann so im Bereich Eterno. Dann eben abnehmen, modellieren, sich glücklich fühlen, Benetrim und ja, eben so psychische Sachen oder vielleicht diese ganzen Hormongeschichten, unausgeglichener Hormonhaushalt, das ist natürlich vor allem ein Thema der Damen, aber natürlich auch der Männer, ist klar, hat manchmal auch meine Tage. Jeder hat irgendwie, jeder Mann hat manchmal seine Tage, oder? Ja, und da spielen wir auch irgendwie rum und wir wissen auch nicht warum. Also wir spielen rum und wissen nicht warum. Also irgendwie, ja, das hat natürlich alles mit den Hormonen zu tun und dann eben ist das dann hauptsächlich Eternity, was wir haben. Also wir haben Lösungen für Probleme der heutigen Zeit der Menschen. Wir haben meiner Meinung nach absolute Top-Produkte. Natürlich in der Kombination sind die dann noch wirksamer. Also gibt es einen Markt? Die Frage ist, gibt es einen Markt? Was meint ihr? Schreibt mal in den Chat rein, gibt es einen Markt? Ja oder nein? Einfach, dass ich sehe, ob wir da gleicher Meinung sind. Schreibt mal rein in den Chat. Bis jetzt haben alle Ja geschrieben, genau. Kein einziges Nein. Bin froh, sind wir gleicher Meinung, du. Super. Ja, also es gibt einen Markt, ganz klar. Und das ist ja wichtig. Ich meine, wenn wir jetzt irgendwie ein Produkt hätten, wo es gar keinen richtigen Markt geben würde, wäre ja, oder wäre ja grauenhaft. Okay. Jetzt habe ich mir ein paar, jetzt klicke ich da rum, ein paar Überlegungen gemacht. Also wir haben hier jetzt das Bild wieder von vorher. Das ist praktisch ein Printscreen von vorher, dass wir wissen, wovon das wir reden. Ich habe mir so Überlegungen gemacht die letzten Tage im Zusammenhang mit diesem Kundenaufbau. Ich meine, man muss immer eine gewisse Grundlage haben. Ich sage jetzt mal von der Einstellung her auch, von der eigenen Haltung her, ja, vom eigenen Handeln her, dass man eben erfolgreich auch Kunden aufbauen kann. Und ich habe hier ein paar Dinge zusammengeschrieben. Das ist sicher unvollständig. Aber es geht grundsätzlich mal um die eigene Einstellung. Es geht aber auch um mögliche Einwände von Interessenten. Das erste ist einmal, was ich jetzt immer wieder sehe, ist, dass die Erwartungen
teilweise viel zu hoch sind. Also Verbesserungen kommen hier nicht über Nacht. Ich meine, wir reden hier nicht von irgendwelchen Wundermitteln oder sowas, sondern wir reden von Nahrungsergänzung letztendlich. Und da braucht es eine gewisse Zeit. Man sollte also schon langfristig denken. Was heißt langfristig? Was ich jetzt meine Erfahrung ist, wenn jemand 3-4 Monate wirklich die Produkte verwendet, also richtig verwendet, dann hat er ein Resultat. Ich habe bis jetzt niemanden gesehen, der 3-4 Monate die Produkte verwendet hat und unzufrieden war. Und ich rede davon richtig verwenden, also so wie es empfohlen ist. Nicht ein halbes Tacker pro Tag und solche Sachen, wie ich immer wieder höre, sondern richtig 2-3 Tacker pro Tag, Eterno, natürlich auch Benetrim. Also wenn jemand wirklich 3-4 Monate die Produkte verwendet, habe ich noch keinen gesehen, der nicht zufrieden war, der nicht irgendein Resultat gehabt hat. Schaut selber mal bei euch oder bei euren Partnern vielleicht auch. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte das mal ausprobieren, das ist eben genau aus dem Grunde gar nicht die richtige Einstellung, meiner Meinung nach. Weil wir brauchen hier ja, also ausprobieren, wir brauchen, also erstmal muss jemand die Produkte testen. Wir brauchen also keine Versuchskaninchen praktisch, die mal die Produkte ausprobieren oder testen. Das gehört man auch, ich teste das jetzt mal. Wir brauchen keine Testpersonen, oder? Wir haben genug Resultate, die eine unglaublich klare Sprache sprechen. Das ist auch die falsche Haltung. Also wenn mir jemand sagt, ich möchte das mal ausprobieren, dann sage ich, musst du nicht ausprobieren. Willst du etwas verändern oder nicht? Das habe ich gelernt. Ich habe vor circa, ja, vor 7-8 Monaten habe ich ein intensives Gespräch gehabt mit der Petra Tanner, weil die hat ja unglaublich viele Teampartner aufgebaut in kürzester Zeit. Und das geht eben auch nur mit der richtigen Geisteshaltung. Und sie hat mir gesagt, bei mir muss niemand ausprobieren, sondern willst du oder willst du nicht? Und wenn ja, dann richtig. Und das ist die richtige Haltung gegenüber den Kunden, weil es gibt natürlich auch die Sicherheit für die Kunden. Wenn, ich sage es mal so, wenn wir den Kunden erlauben, es mal auszuprobieren, dann sagen wir gleichzeitig, wir sind nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Überlegt mal, ob das nicht so ist. Und wir müssen den Kunden signalisieren, dass das Ganze funktioniert. Und da gehen sie auch ganz, ganz, ganz anders ran an das ganze Thema. Und ja, wenn mich der Empfehlungsgeber überzeugt durch seine Sicherheit, dass es funktioniert, ohne Versprechungen zu machen, das dürfen wir nicht, aber wenn er mich überzeugt, dann geht es mir doch gut. Denk darüber nach. Ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang der Überzeugungskraft ist, dass man wirklich alle Produkte benutzt. Ich meine, du kannst nicht etwas empfehlen, was du nicht selber benutzt. Das ist nicht, das ist unredlich. Das ist nicht authentisch irgendwie. Es wird auch nie gleich aufgenommen, weil wenn du selber etwas verwendest und du bist zufrieden damit, dann hast du einfach eine ganz andere Sprache, du hast eine ganz andere Körpersprache, es gibt diese Übertragung, diese energetische Übertragung, das merkt der andere. Und diese Sprüche von irgendwelchen Verkäufern, die sagen, ja, weißt du, ich verkaufe jedem Eskimo einen Kühlschrank, das ist hier bei uns einfach, das geht nicht, oder? Wir müssen die Produkte selber benutzen, alle Produkte, weil nur die Produkte, die du selber benutzt, wo du wirklich überzeugt bist davon, die wirst du nachher auch weitergeben können oder weiterempfehlen können. Und damit, wenn du das eben machst, bist du auch Vorbild
für deine Partner, also wenn du eine Gruppe hast schon, dann bist du ein Vorbild für deine Partner und du bist natürlich dann auch ein Vorbild für deine Kunden. Diese ganze Produktanwendung ist auch deshalb so wichtig, weil du wirst notgedrungen eine eigene Erfolgsstory entwickeln. Das heißt, wenn du die Produkte richtig verwendest, dann wirst du ein Resultat haben, und zwar ein positives Resultat, auch wenn es 3, 4, 5 Monate geht. Es gibt aber auch Leute, die haben nach 3 Tagen ein super Resultat. Also das ist ja total individuell, aber es ist einfach wichtig, dass du mit der Zeit auch ein eigenes, tolles Produktresultat entwickelst. Und dein Resultat ist Gold wert, weil wenn du irgendeine Verbesserung hast, sagen wir mal, du hast Verbesserungen, keine Ahnung, du hast Entzündungen weg, wie ich zum Beispiel mit der Achillesferse, diese Geschichte, oder mit der Schulter. Ich meine, es gibt Tausende, aber Hunderttausende von Leuten überall mit Entzündungen. Das heißt, du hast schon deinen Markt. Oder du hast vielleicht ein paar Kilo weg. Dann hast du einen Markt für dich geschaffen, nämlich der Markt mit den Leuten, die ein paar Kilo weghaben wollen. Oder du hast vielleicht irgendwie eine Allergie in den Griff bekommen. Stell dir mal vor. Dann hast du einen Millionenmarkt. Heute jeder zweite hat irgendeine Allergie. Also diese eigene Story ist extrem wichtig. Und dann der letzte Punkt, der mir noch in den Sinn gekommen ist. Es gibt keine zusätzlichen Ausgaben, wenn du globale Produkte verwendest. Warum? Weil wie wir gesehen haben, viele Leute nehmen bereits Nahrungsergänzungsprodukte, nehmen irgendwelche Vitamintabletten, Magnesium, Kalzium, was weiß ich was alles. Und dadurch, dass sie eben globale Produkte verwenden, können sie das Ganze, was sie bereits nehmen, in den Kübel schmeißen. Sie brauchen das nicht mehr. Ihr habt vielleicht das erfahren oder ihr wisst vielleicht die Story von Dr. Fab, der bei uns in Zürich war im Februar. Der hat ja früher so viele Sachen genommen. Nahrungsergänzungsprodukte, er kennt sich also richtig aus. Der hat gesagt, seit er Tacker nimmt, hat er alles andere weggeschmissen. Er nimmt sonst nichts mehr, nur Tacker. Das heißt, das ist einmal ein Punkt. Es ist nicht eine zusätzliche Ausgabe, sondern man verschiebt im Prinzip die Ausgaben. Anstatt dass man Nahrungsergänzung kauft, irgendwo bei der Drogerie oder wo auch immer im Internet, gibt man sein Geld dort nicht mehr aus, sondern gibt sein Geld aus mit globalen Produkten. Es ist also nicht mehr und nicht weniger, sondern es ist eine Verschiebung der Ausgaben. Aber ich denke, wenn jemand richtig die globalen Produkte verwendet, dann wird er sogar Geld sparen. Warum? Seht selber, wie hat sich euer Essverhalten verändert? Esst ihr mehr oder weniger Junkfood? Seid ihr globale Produkte verwendet? Esst ihr mehr oder weniger Süßigkeiten? Esst ihr mehr oder weniger Snacks zwischendurch? Esst ihr generell mehr oder weniger als vorher, seit ihr globale Produkte verwendet? Das ist immer so eine Frage. Ja, da kostet mich 200 Franken oder 200 Euro oder 200 Dollar pro Monat. Ja, das ist nicht wahr. Letztendlich kostet dich das überhaupt nicht. Vielleicht sparst du sogar noch Geld. Wichtiges Argument. Also vielleicht möchtet ihr euch diese Sachen einfach auch ausschreiben heute hier, was wir da so besprechen miteinander. Und da habe ich mir noch mehr Gedanken gemacht. Und vor allem über die ganze Art und Weise, wie wir eben diese Pluskunden aufbauen können. Ich rede von unserem automatisierten 24-Stunden-Shop-System. Also wenn man sich das so genau durch den Kopf gehen lässt, dann ist das ein Paradies. Es ist unglaublich. Ich meine, wer eine andere Form nicht kennt, wie man eben auch arbeiten kann ohne Shop-System, der kann gar nicht nachvollziehen, wie zum Beispiel ich mich damit fühle. Aber heute habe ich jemanden hier, der genau weiß, wie er sich fühlt,
wenn man eben keinen automatisierten Job hat. Sie ist nämlich eine Person und ich bin froh, dass sie quasi mich jetzt hier auch verstärkt. Wir machen das nachher auch so, dass wir Fragen und Antworten machen können, vielleicht über das normale Audio hier. Aber ich bin froh, ist sie heute hier und kann hier sicher etwas dazu sagen, weil sie ist eine Person, sie ist eine absolute Profifrau, wenn es um Kundenaufbau geht. Sie hat nämlich in der früheren Firma, jeder weiß wahrscheinlich, von welcher Firma ich rede, wo auch ich noch dabei bin und andere, sie hat dort Hunderte von, in den Jahren, in den 10 oder 12 Jahren, wo sie dort tätig ist oder noch länger, hat sie Hunderte von Kunden aufgebaut. Und ich weiß, wie es ist, dort Kunden aufzubauen, mit welchem Aufwand, dass man das dort machen muss. Dort heißt es, baue 20 Kunden auf und versuche diese Kunden zu halten, sodass du immer 20 Kunden hast. Warum? Weil mehr Kunden als 20 kannst du zeitlich gar nicht irgendwie, das bringst du gar nicht unter einen Hut. Und warum das so ist, da gebe ich das Wort jetzt gerne weiter. Ich mache aber hier auch ein paar Stichworte schon rein. Aber sie kann hier vielleicht aus der Praxis erzählen, wie das für sie war, nämlich unser Emerald aus Deutschland, die Carmen Willmann. Carmen, erzähl mal einfach aus deiner Erfahrung vielleicht, wie war das für dich mit diesen ganzen Kunden, was hast du dort alles machen müssen, damit wir nachher sehen, wenn wir weitergehen, wie einfach wir es hier haben bei Globally. Ja, schönen Dank, Martin, fürs Wort und für die Einleitung. Ja, vielen lieben Dank. Hallo alle zusammen. Super, dass heute so viele Leute begeistert hier zuhören und auch lernen wollen. Ich finde das wirklich großartig. Ja, wenn ich da einfach mal so ein bisschen drüber reden darf. Aber ihr wisst ja alle, ich bin die Carmen Willmann aus Deutschland. Ich mache es nochmal ganz schnell, dass auch jeder, der jetzt vielleicht auch ziemlich neu ist, mich auch dann zuordnen kann. Ja, also was ist das? Ich weiß es eben, ich habe Riesenbestellungen gemacht Ende des Monats, ne, damit ich erst qualifiziert war. Aber ich wusste auch schon, die Menschen haben, meine Kunden haben das schon bestellt, auch sozusagen für den nächsten Monat. Dann ist es so, ja, ich bin natürlich in Vorkasse gegangen. Ich habe also, wie gesagt, diese Produkte, diese Riesenkisten bestellt, schon bezahlt, weil das ist ja üblich bei einer Firma, dass man erstmal in Vorkasse geht, um die Produkte zu bekommen. Und dann war es so, dass ich diese Produkte, wenn die ankamen, natürlich auspacken musste. Musste die alle einräumen in den Schrank. Ich musste einfach ein Warenlager eigentlich praktisch, musste ich dann ja alles aufnehmen. Carmen, darf ich kurz fragen, wie viel Geld hast du jeden Monat ausgegeben für diesen Produkteinkauf? Was für eine Summe, wovon reden wir hier? Ja, ich war um die 2000 Euro. Jeden Monat eingekauft? Ja, weil ich hatte so viele Kunden und der Eigenbedarf. Also, und ich habe immer zugesehen, dass ich mit meinen Qualifikationspunkten auch durch war, weil ich wollte ja auch die prozentuale Provisionen auch haben. Und ich wusste ja, Ware ist Geld. Und die Kunden kommen, also ich habe ja auch intensiv gearbeitet mit Kunden und dann habe ich, also es war unterschiedlich, 1500, 2000, aber so in dem Dreh waren es was immer. Also zwischen 1500 und 2000 habe ich immer am Ende des Monats bestellen müssen, weil es auch schon wieder für den nächsten Monat verplant war. Ja. Und wie viele Wertproduktelager hattest du immer so ungefähr im Keller? Ja, ich sag mal, wie viel war das? Ungefähr 3.000, 4.000, das, was im Umlauf war. Ja, also 3.000, 4.000 Euro, hä? Ja, das ist so im Umlauf. Ja, genau, das hat man so. Wenn man aktiv da drin gearbeitet hat, war das so im Umlauf. Das war mal mehr, mal weniger, aber so ungefähr ist das, ja. Ja, und wenn dann die Kisten kamen und dann habe ich die alle in meinen Schrank reingeräumt und man musste dann ja auch eben gucken, was geht rein, was geht raus. Muss ja alles mit der Buchführung stimmen. Das ist ja auch erstmal wichtig. Ist ja ein richtiges logistisches Unternehmen dann auch noch. Dann ist es natürlich so, ich habe viele Vendor-Checks gemacht und am Anfang hatte ich noch nicht so die Möglichkeit. Dann bin ich zu den Kunden hingefahren. Also mein Kofferraum war voller Produkte. Dann habe ich all diese Vendor-Checks gemacht. Dann habe ich die Produkte gehabt. Dann wollte ich, was wollen sie haben? Entweder haben sie es bestellt oder ich habe dann natürlich die Produkte
immer alle drin gehabt, in Kisten im Kofferraum, um dass die Leute natürlich aus der Auswahl aussuchen durften. Weil ich habe immer gesagt, wenn das nicht da ist, holen sie sich was anderes. Also war ich immer wirklich so, dass mein Kofferraum voll war. Und dann musste ich natürlich Rechnung schreiben. Ich musste zusehen, dass das Geld entweder überwiesen wurde oder ich habe es am liebsten natürlich bar gehabt, weil es hat es auch natürlich gegeben, dass Leute was bestellt haben, was ich mal verschickt habe, was dann auch nicht zurückkam. Also dann hätte man auch noch Mahnverfahren gehabt. Also es sind wirklich wahnsinnige Vorteile, die wir jetzt hier haben. Oder wenn man jetzt zum Beispiel auch für Leute was bestellt hat und jetzt haben sie es nicht abgenommen, aber vielleicht hat man es selbst nicht genutzt. Das ist eben so, was man nicht nutzt, wird man auch nicht verkaufen. Das ist einfach so. Dann sind auch schon mal Produkte verfallen. Und das ist natürlich auch schade, ne? Und was genau, musst du die fortschmeißen? Ja, wenn sie mal vielleicht zu alt waren oder so, irgendwie was dann ja, nicht mehr ging. Musst du fortschmeißen, kannst du nicht mehr verkaufen, ne? Ja, nee, verkaufen nicht. Entweder hat man sie selbst genutzt oder innerhalb der Familie, die gesagt haben, komm, kommt nicht so drauf an, ich nehme das. Das ist möglich, aber ansonsten könnte ich das nicht mehr an Kunden weitergeben. Ja, wenn ich es vielleicht selbst nicht genutzt habe, weil ich auf irgendwas vielleicht eine Allergie hatte, dann war es dann natürlich immer ein bisschen blöd. Genau. Oder was ich auch natürlich sehr gut finde, wenn das jetzt hier, man sagt zwar immer mit der Kreditkarte, das ist blöd, aber auf der anderen Seite sage ich mal, ich finde es gut, dass es eigentlich sofort, dass die Kunden hier sofort bezahlen müssen. Denn was ich auch aus der Vergangenheit hatte, ist auch, dass ich oft in einer Qualifikation war, dass Leute was bestellt haben und haben dann zu diesem Zeitpunkt nicht bezahlt. Ja, das kennen wir vielleicht. Storniert worden, weil vielleicht irgendwie ein finanzielles Problem war oder sonst was. Und dann hat man auch seine Qualifikation nicht geschafft. Hier ist es einfach so, dass wir einfach den Vorteil haben, was bestellt ist, ist bezahlt, es wird geliefert und die Punkte und das Geld fließt. Ja. Also es ist ein Riesenvorteil. Wir haben also dieses Ganze, vor allem dieses Rechnen, dieses, was ich nur alleine schon für Bürotage hatte, um das alles immer hintereinander zu kriegen, weil die, wenn ich hintereinander viele Kunden hatte, habe ich die Rechnung, das musste ganz schnell gehen. Und das habe ich dann immer abends gesessen und habe das noch vervollständigt oder so mit laufenden Nummern oder was eben alles so kommt. Und das fällt ja hier alles weg. Und das finde ich natürlich gut. Ja, das ist unglaublich, gell? Also, ja. Ich meine, du hattest natürlich ein florierendes Kundengeschäft, hast demzufolge auch schönes Geld verdient. Ja. Aber es war natürlich auch ein Aufwand. Also quasi für dich, es geht ja hier um Network Marketing. Genau, und, richtig. Aber natürlich, was kannst du dafür, wenn immer mehr Kunden, weil du die Kunden super betreust, kommen immer mehr Kunden oder immer mehr Interessenten und du kannst die ja nicht irgendwie fortjagen. Genau. Musst, ja, es kam dadurch, genau, auch die Empfehlung kam dadurch. Eben, Empfehlungen meine ich, ja. Genau, und das, ja, aber das war ja auch so gewollt. Ne? Natürlich war man immer auch auf der Partnersuche, aber ich sag mir, das Kundengeschäft lief zu diesem Zeitpunkt also recht gut. Und Partner natürlich auch, aber eben nicht in dem Sinne wie Kunden. Das war einfach, vielleicht war es auch ich. Das ist dann so. Man sieht ja immer das. Ich sage jetzt mal, was mir auch gerade in den Sinn kommt, ist zu sagen, wir mal, du hast ja nicht alle Kunden bei dir im Dorf gehabt, sondern vielleicht auch ein bisschen außerhalb. Und sagen wir, wenn du einen Kunden hast, der 500 Kilometer weg ist, dann musst du dem auch irgendwie die Produkte schicken. Genau, dann habe ich die Pakete geschickt. Das ist dann fast nicht mehr möglich, oder? Ja, das habe ich dann verschickt. Es gab ja dann auch so Möglichkeiten, dass man dann eben bevorzugt wurde, dass man mit so einem Lead, dass man dann eben Kunden aus einem größeren Umfeld kriegte und die, da haben wir dann ein E-Mail mit Telefonat gemacht und dann daraus habe ich dann gelernt, weil ich manchmal reingefahren bin, dass es dann eben mit Vorkasse ging. Also die mussten es erst überweisen und dann habe ich das Paket rausgeschickt. Aber es war viel Arbeit, viel Mühe, Päckchen packen, man hatte die Pakete nicht zu Hause, ich musste das besorgen und das war alles immer so, alles war ein Riesenaufwand, aber es hat auch Spaß gemacht, aber es ist natürlich schon wirklich war es dann schon ein großer Aufwand manchmal. Ja, also da muss man sagen, natürlich jetzt mit so einem solchen Shop-System, was ja Globally hat, da fehlt natürlich, also im Prinzip hast du gar keine Grenzen mehr. Du kannst ja jetzt einfach Kunden
Pluskunden einschreiben mit einem Abo und die werden von der Firma beliefert. Du hast alle diese Sorgen, hast du alle nicht mehr. Nicht mehr, genau. Du könntest jetzt, theoretisch könntest du 500 Kunden aufbauen, ohne ein Problem. Genau, ja. Bei 40 ist man an der Grenze gewesen, wenn man die selbst betreut hat. Ja. Weil es war einfach so. Wir haben Termine gemacht, wir haben mal die Wellness-Checks gemacht, wir haben dann das Wiegen, wir hatten Kundenabende, wir haben sehr viele Aktivitäten gehabt. Ne? Und deswegen, also da war man dann irgendwo auch an der Grenze. Mhm. Das ist so. Das ist faszinierend. Das ja. ist faszinierend. Jetzt gehen wir, hey, danke vielmals, jetzt gehen wir mal weiter. Gerne. Und aber ich finde es noch wichtig zu hören einmal, weißt du, von einer Sicht wie deiner, so. Dass man das auch, ich sage jetzt mal, schätzt, dass man das auch schätzt, was es bedeutet, eben dieser automatisierte Shop, gell? Ja. Ja gut, jetzt gehen wir mal weiter, ich klicke mal die nächste Folie und das ist das, was am Samstag gezeigt wurde. Du kannst, wenn du willst, kannst du die Kamera anhaben oder ausmachen, ist ja, egal. Ist okay. Okay, wie du ja. willst. Das ist das, was am Samstag gezeigt worden ist und es ging allerdings zu schnell. Und wir haben das jetzt am Montag nochmal durchgegangen und jetzt habe ich das auf Deutsch gemacht. Also dein eigenes also Pluskundengeschäft und das Beispiel ist, dass man 5 Pluskunden aufbaut pro Monat mit dem Body Strong Paket. Das sind Bodystrong-Paket, das sind 4 Tacker und ein IXL. Wir finden es das beste Basisprodukt, weil ich denke, es interessiert am meisten Leute. Es ist das Basisprodukt oder sagen wir mal die Produktzusammensetzung, die am meisten Leute anspricht, weil es geht um die Stärkung des Immunsystems. Und das ist, glaube ich, bei allen Leuten heutzutage irgendeine Situation, irgendein Problem. Abnehmen, das wir hätten das auch machen können, das Beispiel mit einem, wie sagt man, IF, also Intervallfastenpaket, aber das ist nicht das, was jeden interessiert. Also ich glaube, das größte Potenzial haben wir für Pluskundenaufbau mit diesem Paket. Bodystrong-Paket, ihr seht das hier unten, rechts 2 Tacker oder 4 Tackers und ein IXL. Übrigens, jetzt im Pluskundenshop gibt es also diese Kombination, 2 Blueberry, 2 Hibiskus und ein IXL. Es wird aber in Kürze, weil wir haben da interveniert, es wird in Kürze auch noch 2 weitere dieser Programme geben und zwar entweder mit 4 Blueberry und ein IXL oder mit 4 Hibiskus und ein IXL. Also 3 verschiedene, okay? Gut, jetzt ein wichtiger Begriff sind diese CV. Ihr seht das 125 CV. Ich weiß gar nicht, sieht man meine Maus, wenn ich hier drüber... Ja, ja, ja. 125 CV, das ist also sogenanntes Commissional Volume. Also das ist der Dollarbetrag. Auf diesen Betrag verrechnet oder rechnet die Firma die Kommissionen. Also zum Beispiel Verpackungsmaterial oder Versandgebühren oder die Mehrwertsteuer, das wird natürlich nicht verrechnet. Also nicht der gesamte Betrag, den der Kunde zahlt, wird verrechnet, sondern ein kleiner Betrag, weil eben gewisse Kosten wegfallen. Okay, und 125 CV, davon haben wir, und das ist jetzt eben neu, das ist der Hammer, davon haben wir jetzt 40%. Wir haben vorher schon 40% gehabt bei der ersten Bestellung, aber jetzt reden wir auch von weiteren Bestellungen. Also dieser ganze Customer Club, es gibt ja gab ja diesen Customer Club mit diesen Differenzprovisionen, wo man dann auch eine gewisse Anzahl Kunden selber aufbaut, das gibt es nicht mehr. Okay? Es ist jetzt einfach alles neu. Das heißt, man hat 40%, das bedeutet pro Kunde dann 50 Dollar, weil 125 CV, das sind 125 Dollar, davon 40% gibt 50 Dollar. So, jetzt die Aufgabe oder was
wir uns sicher alle vorstellen können, was wir tun können, jeder von uns, wir können 5 Kunden aufbauen pro Monat. Ich meine, 5 Kunden aufbauen bedeutet ja nicht, dass wir eben selber verkaufen müssen und so weiter. Es bedeutet eigentlich, man könnte auch sagen, 5 erfolgreiche Empfehlungen. Es bedeutet, 5 erfolgreiche Empfehlungen zu machen. Wir könnten sogar sagen, es ist das Gleiche, wie wenn wir jemanden auf einen Zalando-Shop schicken und sagen, das habe ich, dieses Trikot habe ich dort gekauft, gehst dort kaufen, oder? Das ist eine erfolgreiche Empfehlung. 5 Stück pro Monat. Das gibt dann $250. Ihr seht das hier. Bei Monat 1 $250. Bei 5 mal 50 gibt 250. Okay? So, das macht man im zweiten Monat auch, im dritten Monat auch, im vierten. Einfach jeden Monat diese 5 Empfehlungen erfolgreiche. Jetzt aber, was passiert? Diese Kunden haben ja ein Abo. Das heißt, ein Kunde, den du mal aufgebaut hast, den hast du auch im zweiten Monat. Deshalb hier diese zweite Spalte oder diese quasi zweite, dritte, ja, diese zweite, das habe ich da falsch gedrückt. Diese zweite Spalte, so, ihr seht. Also am Ende des ersten Monats hast du 5 Kunden, logischerweise, aber am Ende des zweiten Monats hast du bereits 10 Kunden. Also es kommen immer diese 5, die du aufgebaut hast, wieder dazu. Und das ist diese Spalte. Demzufolge erhöht sich natürlich dein Einkommen ständig. Am Ende des 12. Monats hast du 60 plus Kunden. 60 plus Kunden mit dieser Berechnung würde bedeuten $3.000. Du hast keine Versand, keine Packliefer, keine was weiß ich was. Du musst nicht wie die Garmen 3.000-4.000 Euro Lager haben im Keller unten. Du musst nicht wie die Garmen Pakete rumschleppen und mit dem Auto in der Gegend rumfahren. Das ist der Hammer. Du hast einfach 60 Kunden und die werden alles automatisch von der Firma beliefert. Du kannst zu Hause sitzen auf dem Sofa und Lindenstraße schauen und hast diese 60 Kunden. Das ist doch einfach unglaublich. Das muss man sich mal so richtig reinziehen, was es bedeutet. Ja. Weil die Garmin kann sich natürlich 500 Kunden aufbauen. Oder? Stell dir mal vor. Ja. Das wären dann, sagen wir mal, $25.000 pro Monat nur mit ihren Kunden. Aber sie wird das nicht machen wahrscheinlich, weil sie hat ja Network Marketing im Blut und möchte das natürlich ein bisschen auch cleverer machen. Aber theoretisch ist es möglich. Weil es ist nicht so wie bei der anderen Firma, wo du 20 Kunden haben kannst, weil sonst wird dein Aufwand viel zu groß, oder? Wie kannst du so viele Kunden aufbauen, wie du möchtest. Aber wir machen das Beispiel mit 5. Warum? Bei 5 kann sich jeder vorstellen, 5 ist auch duplizierbar und ich denke, es ist eine Riesengeschichte. Jetzt gehen wir weiter. Also dein eigenes Pluskundengeschäft, das kannst du dir aufbauen, aber es geht da letztendlich bei uns im Empfehlungsmarketing auch um Duplizieren. Das heißt, du hast ein Team und diese Teampartner machen das auch. Aber das Gute daran ist, dass du hier eben auch partizipieren kannst. Also du zeigst deinen Teampartner, wie du es machst. Oder wir von der Global Support, wir zeigen allen, wie wir es machen. Das ist ja super Teamwork. Deine Leute werden sogar auch noch ausgebildet von anderen. Und sie werden das auch tun. Und wir sind also jetzt hier in diesem Bereich vom Uni-Level. Also wenn ihr diese Geschäftspräsentation immer geschaut habt am Webinar, dann wisst ihr, es gibt 2 Bereiche. Es gibt einen Teampartneraufbau mit diesem Binärsystem und es gibt einen Bereich, wo es um Nachbestellungen geht, der Partner und um das Kundengeschäft. Und das dem sagen wir Uni-Level. Es sind genau die gleichen Leute im Spiel, aber der Computer
stellt die anders dar. Und zwar hast du von deinen eigenen, die du selber ins Geschäft eingebracht hast, das wären hier die blauen, hast du 5% Umsatzbeteiligung. Du hast 5% auch von den, das ist Rotgaben, gell? Ja, das ist rot. Ja. Was ist die dritte Farbe? Grün. Ah, das ist grün. Ich hätte jetzt gesagt orange. Ja, ja. Weil ich bin ja farbenblind. Also. Ja, ja, okay. Okay, aber nur auf gewisse Töne. Ja. Okay, auf jeden Fall auch von den roten und von den grünen. Jetzt aber, der neue Vergütungsplan sagt, dass nicht einfach jeder hat auf drei Ebenen sofort 5%, sondern es wächst mit der Teamstärke. Und ich bin nicht sicher, wie es die Firma jetzt macht. Ich glaube, ab Senior Teamleader könnte sein, hat man diese 3x5%. Aber bitte hängt mich nicht auf. Aber es ist auch sonst, ich sehe, das kommt gar nicht darauf an, weil es kommt nicht darauf an, wo die Leute sind, sondern dass man diese 5% überhaupt hat von den eigenen Leuten. Das zeige ich euch jetzt gleich. Aber auch hier, was hier ganz interessant ist, ist natürlich hier dieser ganze Bereich wieder, es ist immer das Gleiche, wir haben diesen 24-Stunden-Job. Und jetzt schauen wir mal, was es bedeutet, wenn wir nicht nur selber Pluskunden haben, sondern das eben auch duplizieren ins Team rein. Hier haben wir ein paar Beispiele, und zwar nach einem Jahr. Stellt euch einfach mal vor, 5 Kunden jeden Monat, das machst du während einem Jahr und du hast Teampartner, die das Gleiche auch machen. Was passiert? Sagen wir, du hast einen einzigen Teampartner, der das auch macht. Das wäre so ein blauer hier, wo du 5% hast. Der hat also auch seine 60 Kunden. Deshalb 60 mal diese 125 CEV gibt einen Gesamtumsatz von $7.500. Und das ist ja dann immer pro Monat, oder? Das gibt also eine Umsatzbeteiligung von diesen 5%. Und das bedeutet, dass du also zusätzlich zu deinen $3.000 hast du noch seine oder diese 5% von 7.500, also diese 375. Das gibt dann für dich ein Monatseinkommen von $3.375. Also jetzt mal Hand aufs Herz, hey, das ist eine super Zahl, oder? Ich meine, du hast nur einen einzigen Teampartner, der das auch mitmacht. $3.375, da sehe ich aber viele Leute, die vollamtlich oder vollberuflich arbeiten gehen, oder? Das muss nicht mehr also erreichen. Es ist super. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Jetzt sehen wir an, du hast 5 dieser Teampartner. Das wären jetzt zum Beispiel diese blauen hier. Oder vielleicht auch ein blauer, 2 rote und dann noch ein blauer und nochmal ein roter, oder? Es ist ja egal. Einfach 5 Teampartner, an denen du 5% mitverdienst. Jetzt diese 5 Teampartner, die machen jetzt auf einmal einen Umsatz von 37.500. Davon ist deine Umsatzbeteiligung 1.875 und jetzt verdienst du bereits $4.875. Jetzt machen wir mal weiter. Hast du 10? Schau mal, was passiert. Jetzt bei 10 hast du mehr Umsatzbeteiligung, als du verdienst an deinen eigenen Pluskunden. Das ist eben dieses Network Marketing. Das ist eben das Schöne, oder? Dass du einfach auch partizipieren kannst an Umsätzen in deiner Organisation. Also schau mal, jetzt hast du bereits 75.000 Umsatz pro Monat von diesen 10 Teampartnern, die das machen, oder? Und du hast eine Umsatzbeteiligung von $3.750, das ist also mehr, als du selber mit deinen 60 plus Kunden verdienst. Jetzt hast du $6.750. Also es geht hier einfach um Duplikation
Und es geht hier um eine Hebelwirkung. Das muss man einfach verstehen im Network Marketing. Am Anfang hast du einen größeren Zeitaufwand und verdienst wenig. Mit der Zeit hast du einen tiefen Zeitaufwand und verdienst viel. Und so lange musst du durchhalten. Jeder von uns muss so lange durchhalten, bis er an diesen Punkt kommt, wo alles explodiert. Jetzt machen wir einmal ein Beispiel, um ein bisschen ja, die Vision zu erweitern, oder? Stell dir mal vor, 2 Jahre. 2 Jahre, was ist 2 Jahre? Es war erst gerade 2018, oder? 2 Jahre geht so schnell vorbei. Schau noch kurz in den Chat, vielleicht hat jemand eine Frage. Okay. Ja, du kannst, also die Frage ist, gelten die 40% auch schon, wenn ich nur Teambuilder bin oder erst, das werden wir sehen, wenn die genauen Zahlen von der Firma kommen. Ich möchte mich hier nicht irgendwie verfangen in einer Aussage, die dann vielleicht nicht ganz richtig ist. Ich glaube, dass es ab Teamleader gelten wird. Das kann aber auch Senior-Teamleader sein. Aber wenn du 35% hast ab den 2. Bestellung, das sind nicht viele Euro pro Bestellung, oder? Es ist auch dann noch genug. Also ich denke, dass man, wenn man 60 plus Kunden aufbaut, dass man nach einem Jahr auf jeden Fall auf $2000 kommt. Und das ist in der Schweiz praktisch die AV, die Rente. $2000, das ist ungefähr dieser Betrag. Also man kann sich hier in einem Jahr eine Rente aufbauen, wofür man sonst 40 Jahre arbeiten muss, oder? Mit wirklich nicht viel Aufwand. Okay, dann gehen wir mal weiter. Martin, was ist, wenn man mehr als 60 Kunden hat? Ja, das ist doch super. Dann hast du halt mehr als 60 Kunden. Das ist nur ein Beispiel mit 5. Du kannst auch 10 Kunden aufbauen und das duplizieren. Oder selber auch mehr, einfach mehr Kunden. Aber jetzt gehen wir mal weiter, schauen wir mal 2 Jahre, was passiert. Jetzt hast du also 10 Teampartner, ich gehe jetzt nochmal aufs alte Beispiel, dort hast du 10 Teampartner. Wir erhöhen die Zahl nicht, wir sagen einfach, du hast 10. Und diese 10 ziehen mit dir auch das 2. Jahr durch. Das heißt, diese 10 haben dann wie du selber 120 Kunden. Stimmt das, oder? Mhm. Du machst einfach weiter, jeden Monat 5. Nach Ende des 2. Jahres hast du demzufolge selber 120 Kunden. Du hast keinen Versand, du hast keine Lagerkosten, du hast kein Geld irgendwie gebunden. Alles, was die Gabe vorher erzählt hat, hast du alles nicht. Deshalb kannst du eben so viele Kunden auch aufbauen, ohne nachher mehr Aufwand. Das heißt, im 2. Jahr kommen dann wieder 10 dazu und die haben am Ende des 2. Jahres dann ihrerseits 60 Kunden. Deshalb diese 2. Spalte hier, Anzahl Teampartner mit 60 Kunden, an denen du 5% hast. Jetzt hast du einen Umsatz von insgesamt, muss man da was verschieben, $225.000 nur Pluskunden in deiner Firma. Ist schon eine schöne Zahl, he? $225.000 nur mit Pluskunden und davon hast du jetzt deine 5%, das gibt $11.250. Du selber hast 120 Kunden, das heißt, du hast selber $6.000 aus deinem eigenen Kundengeschäft. Gibt zusammen $17.250. Also was uns die Firma hier gegeben hat, Leute, das ist einfach der Hammer. Das ist meine persönliche Meinung. Es ist extrem. Darf ich noch mal ganz kurz was sagen? Wenn wir früher dran gedacht haben, wenn wir Teampartner aufgebaut haben und von deren Kunden haben wir nur eine Umsatzbeteiligung gekriegt und wir haben trotzdem die Partys und alles gemacht. Wir haben nicht so viel daran verdient, wenn unsere Teampartner Kunden gemacht haben.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil bei mir ist der Computer so leise. Ich habe keine Warte. Also ich mache mal ein bisschen lauter. Ich sage, wenn wir Teampartner früher aufgebaut haben, dann haben wir ja praktisch das Team unterstützt und die haben dann ja praktisch diese Interessenten, die sie haben, als Kunden eingetragen. Wir haben aber nicht so viel davon profitiert, wie jetzt wir davon profitieren, wenn wir hier die Teampartner mit Kunden in den Gewinn bringen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Das ist irre, ist das. Das ist irre. Und wir sind jetzt Ende des zweiten Jahres. Man kann das Spiel weitermachen. Ich meine, jeder kann selber rechnen. Ich meine, wir rechnen jetzt nur mit 5 Kunden. Man könnte auch ein Beispiel machen mit 10 Kunden. Ich meine, wir werden Leute haben, die bauen mehr als 10 Kunden pro Monat auf. Das ist also eher eine Zahl, ja, die ist realistisch, oder? Aber was man auch sagen könnte, wir haben pro Monat das Beispiel nur mit 125 CV. Das sind nur 4 Tacker und ein IXL. Wir haben noch keine Eterno, wir haben noch kein Benetrim, wir haben noch kein Eternity. Es wird viele, viele Pluskunden geben, die sagen, ich mache 200-300 CV pro Monat. Also man könnte auch diese CV-Zahl verdoppeln, wenn man diese Monatsbestellung einfach verdoppelt, hier in diesem Beispiel, dann sind wir hier nicht bei 17.250, sondern wir sind dann bei fast 35.000, oder? Pro Monat. Also, Wahnsinn. Man kann hier natürlich, also ist ganz verrückt. Und wir könnten sagen, hey, 10 Teampartner, du hast doch nicht nur 10 Teampartner nach einem Jahr. Du kannst ja 30, 40 Teampartner aufbauen. Also nicht, du musst das an sich selber, das ist ja Duplikation. Das ist ja, du siehst es ja hier an diesem Bild. Du hast einen blauen, an diesem blauen entstehen 2 rote, von den 2 roten entstehen 4 grüne. Es sind einfach 10 insgesamt, aber du kannst ja auch 20 haben nach einem Jahr. Oder 30 oder 50. Dann wird das alles mal 5. Also es ist einfach, also wir haben das am Samstag nicht realisiert, was es bedeutet. Und ich hoffe, dass wir es heute jetzt hier besser realisieren. Das heißt, ja, jetzt einfach, natürlich jetzt einfach Gas geben. Jetzt aber aufgepasst. Es ist immer wichtig, wie die Strategie gefahren wird. Wir empfehlen natürlich Teamaufbau. Aus diesem Grund, den wir jetzt gesehen haben, wegen dieser Duplikation, ist es eben wichtig, das Team aufzubauen. Wir empfehlen Teamaufbau nach dieser Lamia-Strategie. Also wie ist hier, du baust 2 Leute ein, bist Teambilder, dann hast du diese 2 Teambilder, diese 2 Leute, denen hilfst du ihrerseits, dass sie Teambilder werden, deshalb wirst du Teamleader. Also einfach das zu tun und 70% der verfügbaren Zeit würde ich empfehlen, auch andere, wirklich in diesen Teamaufbau zu stecken. Was passieren wird? Natürlich aus diesem Team heraus wird sich organisch, ganz natürlich, werden sich weitere solche Duplikationseffekte einstellen. Du siehst hier unten links. Diese 2 Teams von Teampartnern, die sind ja, also Teamleader, die sind ja nicht von dir selber entstanden, die sind ja entstanden von einem Teampartner von dir, der hat das auch dupliziert. Aber du kannst natürlich auch selber wieder, sieht man hier rechts mit dem Pfeil hier unten, auch selber wieder so ein 6er Team aufbauen. Also auch hier in diesem Teamaufbaubereich geht es natürlich immer um Duplikation, es geht um Hebelwirkung. Und dann die empfohlene Strategie, Teil 2, ist dann eben mit der verfügbaren restlichen Zeit, das sind 30%, Kundenaufbau zu betreiben, also dieser Pluskundenaufbau. Also beides zu machen, Teamaufbau und Kundenaufbau parallel, das ist die Meinung. Wenn es um den Kundenaufbau geht, Leute, machen wir es nicht kompliziert. Wir alle sind keine Ernährungswissenschaftler, wir sind keine Biochemiker, wir sind nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsgurus, sondern wir sind globally Empfehlungsgeber. Es gibt ein Sprichwort, das heißt Information
tells, story, sells. Also Informationen erklären, Geschichten verkaufen. Ich merke mir es immer so. Nicht erklären, wie die Produkte funktionieren. Nicht, wie sie funktionieren. Erklären, zeigen, was sie tun. Was tun die Produkte? Was tun die Produkte? Sie bringen die Resultate. Das kannst du von dir erzählen. Du kannst erzählen von Resultaten von anderen Leuten. Du kannst die Seite globalproduktevolk.com verwenden. Dort hat es viele, viele Resultate. Nicht erklären, wie es funktioniert, sondern einfach, was macht das Produkt. Nicht wie macht es das Produkt, sondern was macht das Produkt. Durch den Aufbau von Kunden kannst du dir ein tolles Einkommen aufbauen. Das haben wir jetzt gesehen. Ich meine, wir reden hier von Mark Hughes, das war der Gründer von der Firma Herbalife. Das ist die Firma, die gesagt hat, 20 Kunden pro Monat, mehr schaffst du nicht wegen der Betreuung, wegen dem ganzen Aufwand, den du hast. Und er hat gesagt, durch den Aufbau von Kunden, von deinen 20 Kunden, kannst du dir ein tolles Einkommen aufbauen. Und er redet da von 2.000, 3.000 Dollar im Monat oder 1.000 Dollar oder 2.000 Dollar und kannst damit deine Rechnungen bezahlen, deine laufenden Rechnungen, Telefonrechnungen etc. Und durch die Betreuung von Kunden, durch die Betreuung, kannst du ein Vermögen verdienen. Warum? Warum? Weil durch diese ganzen Pluskunden werden die besten Berater entstehen. Ein ganz wichtiger Punkt. Ein Pluskunde bleibt nicht Pluskunde unter Umständen bis in alle Ewigkeit, sondern ein Pluskunde kann dein Partner werden. Wenn der begeistert ist, bringt er neue Kunden und so kommt er automatisch in das Geschäft rein. Die Betreuung von Kunden ist extrem wichtig. Wir haben heute jemanden hier, der hier etwas Wichtiges beitragen kann, weil er ist ein Profi. Er ist ein absoluter Profi und weiß ganz genau, warum das so wichtig ist, die Kundenbetreuung. Er hat jetzt auch bei Globally diverse Pluskunden und er betreut diese Kunden und er kann dazu etwas Wichtiges sagen. Ich weiß auch, dass unter diesen Pluskunden eine Top-Person ist und diese Person wird mit Sicherheit Globally Partner werden, mit Sicherheit. Aber nur, weil er ihn eben betreut und diese Person so dankbar ist für diese Betreuung. Aber das kann er euch jetzt selber erzählen. Ich schaue mal hier, wie ich das jetzt mache. Und zwar haben wir heute hier auf unserem Emerald den David Weiler. David, kannst du etwas sagen zu diesem Thema, zu diesem Betreuungsthema? Was machst du da ganz genau? Okay, guten Abend an alle. Herzlichen Dank, Martin. Du kannst die Kamera anschalten, wenn du willst, David. Nur wenn du willst. Ich hab's das. Ja, und jetzt war ich draußen. Jetzt bin ich gerade reingekommen. Hallo, das ist der David. Sieht man mich? Keine Ahnung. Ja, okay. Ist super, super. Sehr gut, ich bin jetzt gerade reingekommen, ich war draußen, schön im Garten, ist ein bisschen, fängt an ein bisschen kühler zu werden. Martin, du hast einen fantastischen Park gemacht, herzlichen Dank. Und ja, es ist einfach total inspirierend, wenn man das sieht, es ist unglaublich und vor allem ist es ein Geschäft, das man aufbaut, das dann Stabilität hat und das ist ja das, was ein langfristiges Einkommen bedeutet. Bei mir geht es immer darum, nicht einfach ein Produkt zu verkaufen oder ein Pluskunde zu machen, sondern ich sehe immer sehr, sehr viel mehr dahinter. Ich sehe schon ein guter Berater, ich sehe schon mein nächster Emerald. Darum, wenn ich Produkte verkaufe, respektive Pluskunden aufbaue, werde ich mich mindestens wöchentlich bei denen melden. Denn ich möchte, dass die Resultate haben. Und sind wir doch ehrlich, wenn jemand Resultate hat,
kann man ihn dann weiter steuern, dass er, indem ich ihn frage, ja, wurdest du angesprochen und so weiter, hast du mit jemandem gesprochen darüber? Also ich habe dann das Ziel, ihn richtig Business zu ziehen, und das ist der Spruch, den wir hier haben, wenn man die Kundenbetreuung macht, macht man ein Vermögen, denn aus einem plus Kunden kann man tausende Kunden draus ziehen, und das sind dann seine Kunden und er ist Teampartner, und das gibt er in riesen, riesen Geschichte, Martin. Ist super. Ja. Was ich jetzt gehört habe, was mich jetzt auch erinnert an andere Geschichten, vielleicht ganz kurz zum Abschluss. Du hast etwas Wichtiges gesagt. Du siehst hinter jedem Pluskunden einen Emerald oder Saphir oder Global Diamond. Ja, das ist so. Es ist so, ich meine, wisst ihr, ich sage immer, wir sind Unternehmer hier. Wir haben ein Geschäft. Und wir sind nicht interessiert, schnell heute, morgen, nein, übermorgen, ja, übermorgen, nein, sondern wir müssen das Geschäft, wenn man es seriös betreibt, auch führen, wie jeder andere Unternehmer, der ein Geschäft hat. Und mein großes Ziel ist hier einfach, ein langfristiges, passives Einkommen aufzubauen, denn ich bin 50 und ich habe keine Lust, Tag für Tag zu arbeiten und ich baue hier meine Zukunft auf. Und das ist auch meine Vision. Ohne 10 Jahre zu warten, 2-3 Jahre und dann steht das und da ziehe ich 2-3 Jahre durch. Fantastisch, hä? Also ja. Ich denke, dass, das war eigentlich ein super Schlusswort und es sollte uns alle inspirieren, wirklich hier unsere finanzielle Zukunft aufzubauen mit Global. Ich glaube, die Firma gibt uns alles, was wir dazu brauchen. Wir werden sehen, es kommen noch weitere tolle News von der Firma. Neue Produkte, es kommt das ganze Warenkorb, wird modernisiert. Und die Firma ist wirklich immer dran, dass wir die beste Ausgangslage haben, um miteinander ein super tolles Geschäft aufzubauen. Ich glaube, jeder kann hier einfach für sich und seine Familie und einfach für alle, die er wirklich liebt, eine tolle Sache aufbauen. Das kann man auch weitergeben. Und ich bin einfach nur total dankbar, weil ich sehe einfach, dass die Firma, dass Mark McKnight, dass die Labia, dass wir wirklich, es ist nicht einfach so auf Papier, sondern ich spüre, dass sie uns als Familie sehen und uns einfach alles geben wollen, was sie brauchen. Und deshalb haben sie auch gesagt, diese neue Konzeption quasi mit den Pluskunden, dieses Mehrgeld, das wir alle verdienen können. Und ich finde einfach, es ist eine super Sache. Ich möchte danken der Carmen und dem Detlef, dass ihr heute dabei wart und da euren ganz wertvollen Beitrag gemacht habt und auch dem David danken für seinen Beitrag und ich möchte alle danken, dass ihr hier heute dabei wart. Ich hoffe, dass ihr profitieren konntet und ich bin sicher, wir gehen zusammen in eine neue Ära, in eine ganz neue Ära und ich freue mich darauf und ich wünsche euch an dieser Stelle oder wir wünschen euch an dieser Stelle einen wunderschönen Abend. Macht's gut und danke, dass ihr hier wart. Besten Dank. Ja, danke Martin auch. Danke. Tschüss. Ciao.